Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Elex. So, dann wollen wir den Konrad mal ein bisschen ausquetschen über Falk. Und was hast du verbrochen, weswegen sie dich hier unten verknackt haben? Du denkst, ich bin ein Gefangener? Jeder hier ist ein Gefangener. Entweder weil er dazu gezwungen wird oder weil er nicht weiß, wohin er sonst gehen soll. Die Frage ist eher, bist du eine von den Zecken da oben oder nicht? Ich bin mein eigener Herr. Ja, das denken sie alle noch am Anfang. Egal, was willst du vom alten Konrad? Erzähl mal, was genau machst du hier unten? Was ist deine Geschichte? Kennst du den gefangenen Kleriker? Kennst du den gefangenen Kleriker? Nein, oder ich habe sein Gesicht einfach nur vergessen. Alles, was es über ihn zu sagen gibt, ist, dass er noch nicht gedient hat, als ich noch zu Kalans Getreuen zählte. Warum aber fragst du nach ihm? Ich will seine alte Einheit finden. Schön, schön, schön. Machen wir es kurz. Ich könnte mir denken, wo ihr Standort ist. Ich übertrage die Koordinaten in deinen Adjutor. Und bevor du mir anvertraust, was du mit dieser Information machst, behalt sie besser für dich. Ich will unter keinen Umständen wissen, was deine Beweggründe sind. Dingen, die mich nichts angehen, möchte ich aus dem Weg gehen. Ja, alles klar. Wegen Falk. Wegen Falk? Wofür hast du ihn gebaut? Ist er jetzt frei? Ist er jetzt frei? Das war er doch schon immer. Du bist sein Schöpfer. Er ist zu dir zurückgekehrt. Ich habe ihn darauf programmiert, seine eigenen Verbesserungen zu besorgen. Und diese Aufgabe hat er gemeistert. Jetzt besteht seine Programmierung darin, sich weiter zu verbessern und sich seinen Weg zu suchen. Ja, okay. Was, wenn er zur Gefahr wird? Was sind seine Schwächen? Was ist seine Schwäche? Eine Notabschaltung hat er nicht, falls du das wissen wolltest. Er ist einfach perfekt. Ich bin sicher, dass er seine Bestimmung finden wird. Interessant. Das werde ich mir merken. So, so. Okay. Was ist deine Geschichte? Was ist deine Geschichte? Oh, eine sehr kurze. Die Zecken da oben überfielen einen Außenposten von uns Klerikern in Ignadon. Und ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich konnte dann meine blöde Fresse nicht halten und bums, sitze ich hier unten in der Tinte. Okay. Schon mal über einen Ausbruch nachgedacht? Schon mal einen Ausbruch gedacht? Was? Was? Hast du mal raus in die Wüste geguckt? Ohne Schutz. Und ganz allein würde ich dort keine 24 Stunden überleben. Also vergiss es. Hast du nicht eine Waffe auf dem Rücken, Alter? Ich bin ebenfalls Kleriker. Wir können gemeinsam fliehen. Komm, mein Freund. Gemeinsam Hand in Hand. Mit Falk. Ich bin ebenfalls Kleriker. Wir könnten gemeinsam fliehen. Zwei Idioten auf dem Weg zur Hölle. Nee, lass mal. Den Film kenne ich schon. Der ist scheiße. Ja, okay. Was machst du hier unten? Ja, eine Bombe bauen, das wissen wir ja eigentlich. Was genau machst du hier unten? Der Duke lässt mich an seiner Höllenmaschine werkeln. Er will, dass ich eine Bombe für ihn baue. Eine wirklich große Bombe, wenn du verstehst, was ich meine. Tja, so ist das. Eigentlich bin ich Wissenschaftler, kein Mechaniker, aber... Der Duke will etwas Großes in die Luft jagen. Der Duke will etwas Großes in die Luft jagen? Frag mich doch bloß nicht nach den Plänen dieses Irren. Das ist nicht gesund. Was schätzt du denn? Ich denke, er wird versuchen, damit Völkermord zu begehen. Er will eine Stadt vernichten? Eher ein ganzes Land, wenn du mich fragst. Okay, welches? Gott. Welches Land will der Duke vernichten? Tja, der König der Wüste hat so einige Gegenspieler. Such dir eins aus. Das Eisland? Das Land der Berserker? Wenn du wüsstest, wer ihm am meisten auf die Nerven geht, dann hättest du deine Antwort. Hast du denn überhaupt schon mal mit ihm gesprochen? Ja. Tja, dann weißt du ja, wovon ich rede, was? Okay. Wie geht die Arbeit an der großen Bombe voran? Wie geht die Arbeit an der großen Bombe voran? Hey,
Der Big Bang ist fast fertig. Aber eben nur fast. In dieser Rumpelkammer hier fehlt es an... Ach, eigentlich an allem. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch nicht fertig bin mit diesem Scheißding. Also, du siehst ja, ich hab zu tun. Ja, der Duke sagt, ich soll dir beim Bau des Big Bang helfen. Der Duke sagt, ich soll dir beim Bau des Big Bangs helfen. Was denn? Echt jetzt? Du armes Schwein. Tja, ich sag ja, hier sind wir alle Gefangene, auf die eine oder andere Weise. Okay, dann kannst du mir gleich mal ein paar Sachen besorgen, damit ich ja endlich vorankomme. Entschuldigung, ich musste gerade gähnen. Was brauchst du? Was brauchst du? Also, zuallererst benötige ich einen inversen Phaseninduktor. Und natürlich einen proprietären Edwards-Kondensator. Und wenn du schon mal dabei bist, hol mir noch eine konzentrische Kreuzankerspule. Ja, klar. Sonst noch was? Bestimmt, aber fangen wir erstmal mit den Wichtigsten an. Es wäre gut für uns beide, wenn du dich beeilst. Der Duke wird langsam ungemütlich. Ich will ihm gar nicht helfen. Er rechnete mit der Fertigstellung des Big Bang schon im letzten Monat. Wo finde ich den Krempel, den du brauchst? Und du denkst, du kriegst das hin? Wo finde ich das Zeug? Wo finde ich den ganzen Krempel, den du brauchst? Lass mal überlegen. Ich habe keine Ahnung. Das muss ich ja auch nicht. Es ist ja jetzt dein Job, nicht wahr? Das kaufe ich dir nicht ab. Das kaufe ich dir nicht ab. Okay. Lass mich mal überlegen. Das ganze Zeug ist technischer Kram, den es auch schon vor dem großen Knall gab. Die Wüste ist voll von alten Maschinen, in denen diese Dinger verbaut gewesen sind. Such also in den Ruinen der alten Welt hier in der Wüste nach alten Maschinen. Aber pass dabei auf das ganze Insektoidenpack auf. Die scharen sich vornehmlich um alte Maschinen. Keine Ahnung, ob die das ausgelaufene Schmieröl saufen, oder? Du denkst, du kriegst das hin? Ein paar Sachen haben wir schon. Und du denkst, du kriegst das Ding dahin? Hör mal, das Teil wird der Hammer, sag ich dir. Wart's mal ab, wenn du den Big Bang in Aktion siehst. Da wirst du Telleraugen kriegen, glaub mir. Ich will den gar nicht in Aktion sehen. Du glaubst wirklich, ich helfe einem Irren wie dir, eine große Bombe zu bauen? Ja, ist so. Du glaubst wirklich, ich helfe einem Irren wie dir, eine große Bombe zu bauen? Ach, komm schon. Lass uns das Ding doch erstmal zum Laufen bringen. Was wir dann damit anstellen, sehen wir dann, wenn es fertig ist. Nur keine Panik. Ich spreng das Ding schon nicht einfach so. Vertrau mir, okay? Okay. Das ist ein Argument. Also mach schon. Besorg mir den Kram, den ich brauche. Sonst steigt uns der Duke aufs Dach. Hat er gerade Sukzession bei uns gemacht? Okay, wir machen erstmal weg. Fulminant. Ja, total. Okay, wir können das Ganze ja vorher speichern, das ist ja das Schöne an Spielen. Dann zeig mal Big Bang hier, ja. Eine Sache fehlt uns, glaube ich, noch. Finden wir die denn? Ach, guck mal hier, gar nicht so weit weg. Komm, dann holen wir eben die mal. Und dann können wir noch nach der Einheit von dem Typen suchen. Und mit Nasty wollte ich nochmal quatschen, weil vielleicht schließt sie sich ja uns an im Kampf gegen die Alps. Er meint ja, sie ist ein super Feldherr. Wo haben wir denn die Nasty? Das war nicht die Nasty. Ich glaube, das da war die Nasty, ne? Ja, du. Hallo. Okay, Freundchen. Es wird Zeit für einen richtigen Job. Bist du bereit? Nee, gerade nicht. William ist mit dir verwandt. William ist mit dir verwandt? Ja, er kümmert sich um das Fort. Aber damit das schon mal klar ist, mit dem Kram von meinem Cousin habe ich nichts zu tun. Also erwarte von mir nicht, dass ich bei ihm ein gutes Wort für dich einlege, okay? Ja, da, ich hätte auch was große Sache in Ignadon. Ich hätte da auch eine große Sache in Ignadon. Die Kleriker planen eine Großoffensive gegen die Alps.
Erstmal machen wir, was ich sage. Klar? Mit deiner Klerikergeschichte kannst du mir später nochmal auf die Nerven gehen. Ja, okay. Ich bin bereit. Worum geht's? Nee, ich komme dann später nochmal. Jetzt will ich erstmal die anderen Sachen hier machen. Die will bestimmt wieder irgendwie dick kämpfen. Gut, da lang müssen wir irgendwie so. Ich weiß nicht, mit der Bombe, der... Ich... Boah. Ja, was ist richtig, was ist falsch, ne? Eine Bombe könnte eigentlich nie so wirklich gut sein. Andererseits könnten wir sie halt gegen die Alps einsetzen. Und die Alps sind ja momentan echt eine ja, heftige Bedrohung, ne? Ah, ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir können ja speichern vorher und dann schauen wir einfach mal, was passiert. So, wir gehen uns jetzt erstmal das letzte Teil da besorgen. Und dann würde ich noch gleich, glaube ich, die Einheit suchen. Oder zumindest mal gucken auf der Karte, wenn die in der Nähe sind. Je nachdem, wenn die dann zu weit weg sind, dann geben wir erstmal das Teil ab. So, da in dieser Kuppel drin, ja. Können wir auch hier unten durchlaufen. Bedrohlicher Ort. Hey, Knochen. So, Falk, und du bist jetzt Update, ja? Mal gucken, ob wir davon was mitbekommen. Warte mal, hier war noch ein Knochen. Und Gold. Ratatatatat. Okay. Hallo. Der ist gut gegangen. Also wenn die einzeln sind, ist okay. Ich glaube, sobald wir zwei hätten, wäre es ein Problem. Wir können ja mal eben den da anlocken. Achtung! Und der andere kommt natürlich. Ja. Ja. Halt, halt, stand. Ah, Falk. Oh Gott, war das knapp. Falk, was machst du da? Was? Falk kuschelt erst. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Ja. Ja, ja. Ich gebe dir recht. Warte mal. Wir müssen erstmal hier ein paar Sachen uns raussuchen. Haben wir denn noch irgendwelche Heiltränke? Ich muss mehr Heiltränke holen. Hier Heiltrank. 8 Stück haben wir. Wow. Aber das ist nur kleiner. Haben wir denn nicht noch was zum Essen? Schnaps, Brause, Bier, gut erhaltene Konserve. 14 macht die. Das ist nicht wirklich dolle. Trockenfleisch macht auch 14. Wir müssten mal kochen, ne? Wasserflasche. Alter, rohes Fleisch, 263. Was? Setzerbrot, Asselfleisch. Wir müssen unbedingt kochen. Gut, dann nimm dir erstmal hier so einen Heiltrank. Vorsichtshalber jetzt gerade. So, haben wir denn hier das hier? Ach, guck mal, da haben wir es, ja. Und da ist auch noch was. Schwefel, Mana. Halt das. Flammenwerfer Typ B. Okay, da war noch so ein Vieh, ne? Komm, wir versuchen es. Wenn er alleine ist, sollte es ja kein Problem sein. Naja, wobei. Du musst ja echt nur einmal nicht aufpassen, ne? Da haut er schon zu. Ich sag's ja. Falk! Ja. So viel zu kein Problem. Jetzt haust du. Danke, Falk. War aber ein scheiß Update gewesen, was er da bekommen hatte, oder?
habe gespeichert. So, auf ein neues. Super Falk. Geht doch. Besser so, besser so. So, hier haben wir nicht. Nein, lauf, 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 lauf. Haben wir hier noch irgendwas? Assel. Lecker Assel. So, dann gucken wir nochmal eben, wo die andere Quest ist. Rachefeldzug Big Bang. Er hat versucht, mich zu töten. Ich werde nicht ruhen. Was? Achso, das ist ja Kallax. Hauptmission. Ach, guck mal hier. Big Bang gehört zur Hauptmission. Okay. Übrigens, Großoffensive. Gefährten. Da, die versprengte Einheit. Wo sind die denn? Da, ja. Okay, komm. Die können wir noch mitnehmen. Ich würde ganz gerne irgendwo kochen, dass wir uns mal ein bisschen Zeugs reinballern können. Ich kann mir jetzt nochmal einen Heiltrank vorsichtshalber, aber viele haben wir davon nicht mehr. Ach, da soll die versprengte Einheit sein. Haben wir nicht die Waffe von dem Typen gefunden? Oder ist das nicht da? Aber viele Leute für unsere Sache haben wir bis jetzt auch noch nicht dazu gewonnen, ne? Aber was wir hier mal gucken können, ist, ob wir hier irgendwo was zum Kochen haben. Hier ist ja bestimmt irgendwo so ein Lagerfeuer. Guck mal, da oben läuft einer. Wie sieht's denn hier aus? Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Reizvoller Gedanke. Und hatten diese zivilisierten Menschen auch? Achso, einst. Er redete von der. Von weitaus früher. Hier schlafen. Machen wir mal bis zum nächsten Morgen, dann haben wir wenigstens. Ah, da hätte ich mir den Heiltrank gerade sparen können. Doof. Wir sollten unsere Lehren aus diesen Ruinen ziehen. Haben wir hier schon mal dran? Leer, leer, ja. So, zum Kochen ist hier nichts, ja? Das ist ja doof. Gut, dann weiter. Vielleicht da drüben. Waren wir da oben schon mal drin? Ich glaube schon, ne? Dieser Ort könnte lohnenswert sein, um eine Ausgrabung vorzunehmen. Warum ausgerechnet dieser Ort? Gemessen an seiner Lage und Position ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass viele Relikte der alten Welt zutage gefördert werden könnten. Wenn du graben willst, nur zu. Ich? Nein, das überlasse ich gern jemand anderem. Ich analysiere nur. Darf ich graben? Was? Echt? Oh, Junge, ey. Wieder hockt. Oh nein. Wo hatte ich denn gespeichert? Ach, okay. Wir hatten ja gerade gepennt. Alles gut. Hat er sich sein Zeh gestoßen? Oh, da war ein Pfeil. Aber cool, Falk quatscht neu, ne? Oder ist das jetzt Zufall gewesen, dass er hier was Neues erzählt hatte? Erzählt er das nochmal? Dieser Ort könnte lohnenswert sein, um eine Ausgrabung vorzunehmen. Aber jetzt müssen wir erstmal kämpfen, Falk. Dieser Ort? Gemessen an seiner Lage und Position ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass viele Relikte der alten Welt zutage gefördert werden könnten. Wenn du graben willst, nur zu. Ich? Nein, das überlasse ich gern jemand anderem. Ich analysiere nur. Ein Kampf! Ein Kampf! Ja, voll! Ha!
So, da ist der Kampf auch schon wieder vorbei. So, wo ist denn hier die Einheit? Da oben. Na, ob die noch da sind? Ich weiß ja nicht, wie lange der Typ da mittlerweile gefangen ist. Doch! Hey! Leute! Na? Was macht er hier? Der Hartmut. Kleriker und hier? Na, Hartmut, ich hab da einen Kumpel von dir gefunden. Halt! Keinen Schritt weiter! Wie lautet die Parole? Kein Grund zur Sorge, ich gehöre zu euch. Ich habe dich nach der Parole gefragt. Aber schön, vergessen wir das. So wie ich das sehe, geht von dir keine Gefahr aus. Wie hast du von dieser Position erfahren? Unsere Stellung sollte eigentlich vor neugierigen Augen verborgen sein. Aber scheinbar haben wir unsere Spuren nicht gut genug verwischen können. Es war reiner Zufall, dass ich euch geschossen bin. Nein, Spur war nicht zu übersehen. Hier, ich habe die Koordinaten im Fort bekommen. Ich habe die Koordinaten im Fort bekommen. Was? Aus dem Fort? Dann hast du sicher mit einem meiner Soldaten geredet. Frank ist sein Name. Ich brüte schon seit Tagen über einen Plan, wie ich ihn dort raushauen kann. Ja. Und? Willst du gar nicht wissen, wie es Frank ergangen ist? Brauchst du Hilfe bei der Befreiungsaktion? Wie lauten deine Einsatzbefehle? Willst du gar nicht wissen, wie es Frank ergangen ist? Solange er lebt, interessieren mich die Einzelheiten nicht. Das mag kalt erscheinen, aber ich werde ihn, sobald wir ins Hauptquartier zurückkehren, zu einem unserer Suggestoren schicken. Er wird dadurch keinen Schaden erleiden, aber ihm werden die Erinnerungen genommen, die seine Kampfkraft einschränken könnten. Solange also sein Körper keinen wesentlichen Schaden genommen hat, wird er bald wieder zu 100% einsatzbereit sein. Ja, und wie lauten deine Einsatzbefehle? Wie lautet dein Einsatzbefehl? Seit in Tavar ein neuer Mann an der Spitze ist, hat sich die Situation verändert. Vor ihm hatte ein gewisser Baxter die Zügel in der Hand. Aber seit er gestürzt wurde, haben wir einen großen Informationsbedarf. Niemand von uns hatte diesen Kerl samt seiner Meute auf der Agenda. Und diese Lücke versuche ich zu schließen. Vielleicht können wir dich unterstützen. Kameradschaftlich gesprochen, aber ich glaube, die Entscheidung liegt nicht bei dir. Ja, warum nicht? Dann biete ich halt meine Hilfe an. Brauchst du Hilfe bei der Befreiungsaktion? Deine Hilfe wäre mir willkommen. Denn wenn ich mich in die Höhle des Löwen wage, lande ich unter Garantie in ihrem Käfig. Bei dir stellt sich die Situation aber anders dar. Auch wenn du unserem Orden angehörst, ist dein Kopf für das Pack sicher weniger interessant als der meine. Immerhin habe ich ihn während meiner Einsätze schon des Öfteren in die Suppe gespuckt. Ja, irgendeine Idee, wie ich deinen Kameraden aus dem Fort befreien könnte? Okay. Irgendeine Idee, wie wir deinen Kameraden aus dem Fort befreien können? Es macht keinen Sinn, sie an die alten Verträge zu erinnern, die beim großen Konzil von Magallan beschlossen wurden. Darum müssen wir den Haufen anders ködern. Und was eignet sich da besser als Elexit? Wenn die Summe stimmt, sollte dieser Logan der Freilassung zustimmen. Das größte Konzil von Magallan, was war das? Das große Konzil von Magallan? Ja, das ist nun schon fast 100 Jahre her. Damals war die Menschheit so zerstritten, dass ein Nicht-Angriffspakt auf unser Drängen hin von allen Gemeinschaften beschlossen wurde. Fast 40 Jahre lang herrschte dann Frieden, aber der war trügerisch. Insgeheim hat wohl jede Gruppierung ihre Reihen wieder aufgestockt, um im nächsten Krieg die Oberhand zu behalten. Ja, super. Warum halten sich heute dann kaum noch jemand daran? Weil wir Menschen dumm sind. Und ich schließe uns ja. Kleriker da nicht aus. Seinerzeit stritten wir mit den Berserkern um ein Elex-Vorkommen. Sie brauchten es wohl für ihr Mana. Wir als Antrieb unserer Maschinen. Als wir uns nicht einigen konnten, sprachen erneut die Waffen. Ja, und wie geht's dann weiter? Damals kannten wir noch nicht die Kraft, die ihr Mana entfesseln kann.
Wir waren arrogant und haben uns auf unsere Maschinen verlassen und unsere Soldaten nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Auch wenn anfänglich alles nach einem Sieg aussah, wendete sich das Blatt, als unsere Maschinen versagten. Von dieser Niederlage haben wir uns bis heute noch nicht erholt. Ja, okay. Du hast Outlaws deine Geschichte ausgespart. Du hast die Outlaws in deiner Geschichte ausgespart. Weil sie meinen Atem nicht wert sind. Schon kurz nach dem Konzil haben sie immer wieder gegen die Beschlüsse verstoßen. Meist blieb es bei kleineren Überfällen. Aber es hat sich abgezeichnet, dass sie irgendwann wieder den großen Sprung wagen würden. Ich habe genug gehört. Gut, sag mir, wenn du vorhast, zum Fort aufzubrechen. Unser Mann muss befreit werden. Ja. Gut, dann gib mir die Splitter, ich werde mit Logan verhandeln. Gib mir die Splitter, ich werde mit Logan verhandeln. Du sollst sie haben. Ich erwarte, dass du das Elexit ausschließlich für die Freisetzung des Gefangenen investierst. Fantastisch. Ja, Falk freut sich. Wir haben Elexit bekommen. Na gut, ihr Lieben, dann gehen wir in der nächsten Runde mal zurück zum Fort. Und, ja, gucken wir, ob wir den Logan da irgendwie überzeugen können, ihn freizulassen. Und dann machen wir noch The Big Bang, ne? The Big Bang gehört mit zur Hauptstory. Interessant. Na gut, ihr Lieben, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Alex. Bis denn. Bye, bye.